Und damit einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu dem großen Preis von Peking. Freie Training wie gehabt, überspringe ich für euch. Ocon ist auf Rang Nummer 12 gelandet und hat eine Sekunde Rückstand auf, korrekt, seinen Teamkollegen Ricciardo. Der ist eine Fabelzeit so ein bisschen gefahren. Dahinter Scuderia Alpha Tauri. Ja gut, okay, das ist vielleicht nicht ganz so aussagekräftig. Kommen wir zur Quali. Also irgendwie Regen angesagt für Quali und auch fürs Rennen. Was natürlich ein bisschen belastend ist. Das Training war trocken. Aber und da fängt es auch schon an zu regnen. Okay, also sofort raus sozusagen. Natürlich nehmen wir sehr weich und natürlich nehmen wir Qualifying Trim. Ah ja, wie ihr seht, ich habe mal Renntrim, habe ich nicht ganz hinbekommen. Da fehlte nicht viel. Und ich habe mittlere Reifen, nicht die soften diesmal genommen. Gucken wir mal, was das wird. So, er hier, perfekto. Ihn haben wir nicht ganz hinbekommen. Nur kurz zur Einstellung, ja, damit ihr kurz seht, wie das Setup hier ist. Und kurz bei Ocon. In dem Fall sind sie beide relativ identisch, also zumindest was die Flügeleinstellung angeht. Hier unten ist ein bisschen anders. Okay. Qualifying 1. Wir müssen direkt los. Instant. Die Reifen, natürlich. Instant, ich schicke dich auch sofort hinterher. Weil es relativ zeitig anfängt zu regnen. So, Auto, Auto. Okay, go. Oha. Wird wohl nicht reichen. Ja, obwohl. Jetzt fängt schon an zu regnen. Ich lasse die trotzdem draußen und gucke mal ganz kurz, was sie machen. Weil es gerade noch nicht mega nass ist, aber wird jetzt da hinten raus. Oh. Und es wird wieder aufzuregnen hinten raus. Ist egal. Fahrt ruhig durch. Ist erstmal Wurst. Habt ihr erstmal eine Zeit. Die wird nicht gut sein. Jetzt Leute mit Intermediates geben, die besser sind. Nein, jetzt ist es halt. Wie gesagt, jetzt ist es nass. Und wenn es richtig nass ist, ist das nicht gut. Ricciardo eine Sekunde schneller. Okay, gut. Also wir sind auf jeden Fall deutlich schneller als alle anderen, aber das bringt uns nichts, weil es hinten wieder aufhört zu regnen. Es ist halt so, wenn es wenigstens mal durchgängig regnen würde. Aber nein, es sind immer solche kleinen Sätze, was wiederum aber Qualifikation oder das Rennen immer wieder interessant macht. Wenn du da nicht drauf achtest, ganz schnell vorbei. So, wir warten jetzt kurz ab. Bis sich das hier alles ein bisschen beruhigt hat. So 3 Minuten Verschluss fahren wir raus. Das passt, das ist okay. Von der Zeit spüren wir mal ein bisschen vor. Aktuell macht es keinen Sinn, auszufahren. Stopp. Oh, jetzt 3 Minuten. Weil wir brauchen ungefähr 2 Minuten für die Einführungsrunde. Wir wollen sie nicht direkt hintereinander lassen. Ich schicke mal zuerst Ocon raus, weil der höchstwahrscheinlich wieder der langsamere von den beiden ist. Zieh Reifen auf. Ich lasse halt immer gerne diesen Vorsprung hier. Also zack, bis er hier rausfährt und dann schicke ich gerne den zweiten hinterher. Dann gehen die sich gegenseitig auf jeden Fall nicht auf die Eier. So, go. Dann gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt einen Versuch. Aktuell ist aber erstmal okay. Ja, wohl, die werden jetzt durchgereicht erstmal. Sie haben auf jeden Fall mit die besten Bedingungen. Also Ricciardo nicht schlecht, so knapp 1 Minute vor Schluss. Also du hast mit die besten Bedingungen. Du hast direkt hinter dir die 18, das ist Grosjean wahrscheinlich, ne? Direkt vor dir ist auch einer.
Da holst du sogar auf. Ich hoffe, der hält dich nicht auf. Das war schon im Training eben so, da hat mich auch einer aufgehalten. Aber ich muss ja nur unter die Top 15 kommen. Okay. Beide geschafft. Platz 2 und Platz 7. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das Problem werden aber wahrscheinlich die Reifen nachher im Rennen sein. Weil die roten Reifen halten die Temperatur ziemlich exakt. Und ich habe mit den weißen, ja, also die mittleren, versucht, die auf Stufe 3 zu kriegen, damit wir ein bisschen besseren Boost haben. Die sind vollkommen ausgekühlt. Also das wird im Rennen wirklich ein Riesenthema wahrscheinlich werden. Ich kann nicht die ganze Zeit auf aggressiv fahren. Das machen unsere Teile nicht mit. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal Qualifikation. Ich weiß es halt nicht. So, wir können jetzt hier wieder zwei Reifensätze verballern. Werden wir jetzt nicht. Wir nehmen jetzt erstmal den Reifensatz. Also ich habe 7-mal rot, 5-mal gelb und 3-mal weiß mitgenommen. So, 5, 7, 6, 8, der ist also auch besser. Okay. Ah, verdammt. Wir vergessen hier. Zack. So, Regen. Kommt was? Kommt nichts. Sieht erstmal nicht so aus. Ja, Bremsen schon wieder überhitzt, aber... Bei Ocon auch. Aber zumindest kriegen sie die Reifen in die Temperatur. Das ist wichtig. So, Ricciardo hat eine... Der Ocon hat eine relativ freie Runde, wo einer ist vor ihm. Ricciardo sieht aber auch gut aus. Ja, der fährt vor allem 0,62. 1,20 gefahren. Hamilton fährt 0,7 schneller. Kiat. Sind ja so gut, Mann, im verdammten Alpha Tauri. Das gibt's ja gar nicht. Ah. Sieht erstmal nicht so aus, als es regnet. Ocon muss. Ich habe jetzt keine Wahl. Ich schicke Ocon gleich wieder raus. Der ist halt auf Rang 12. Mit Ricciardo warte ich jetzt so kurz. Wir müssen halt nur in die Top 10 können. Er ist halt die Frage, wenn es natürlich hinten raus anfängt zu regnen, ist das für Ricciardo ja super, weil er ist halt in den Top 10. Aber für Ocon ist das gut. Oh, fast, die Bremsen hat er fast hingekriegt. Schade. Also Ricciardo wird wahrscheinlich nochmal rausfahren. Also er wird ziemlich safe nochmal rausfahren, aber halt 3 Minuten Verschluss oder so. Okay, regnen scheint es nicht. Okay, schade. Na gut, ich muss Ocon halt jetzt schon holen. Hat es nicht geschafft. Schon ein bisschen peinlich. Schafft er es nochmal reinzukommen und wieder rauszufahren? Oh, das könnte klappen. Das könnte klappen bei Ocon. Gucken wir mal. Wir schicken auf jeden Fall Ricciardo jetzt los. Neue Reifen bitte. Go. Ich werde Ocon auf diesen Reifen hier lassen. Ich werde ihn direkt wieder rausschicken auf den Reifen. Ein Reifenwechsel kostet Zeit. 5, 7. Ja, ja. Ja, ja. Bleib mal auf dem. Komm mal wieder raus. Go. Okay. Also regnen wird es nicht im Sektor Qualifying 2. Mit Bremsen kriegen sie nicht hin, ne? Also Reifen schaffen sie, aber Bremsen irgendwie nicht. Ja, er auch nicht. So.
Oh, die sind aber... Nee, die sind alle in der Box. Okay. Aber Ocon könnte... Der braucht nur eine Zehnte. Der braucht nur eine Zehnte. Weil Platz 11 gar nicht so schlecht wäre. Ricciardo fährt erstmal auf die 1. Alles klar. ...1,2 Sekunden langsamer als Ricciardo. Er ist billig. Mann. Belastend. Belastend. Ocon wieder mal nicht dabei. Aber dann kann ich den wenigstens auf harten Reifen losschicken. Vorausgesetzt es regnet nicht, dann... Hat der 11. Platz leider Gottes so überhaupt gar keinen Vorteil. Okay. Ricciardo. My friend. Das, wenn man das nicht sieht. Ja, komm. Go. Das fängt richtig an zu schiffen. Verdammt. Ich habe ungefähr eine Minute verschenkt, weil ich das nicht gesehen habe. Ach Mann, Alter. Ja, ich vergesse es jedes Mal. Vielleicht kriege ich das ja sogar noch halbwegs hin. Die Bremse auf gute kriege ich. Die Reifen sind noch ein bisschen kalt. Das schifft richtig. Okay. Aber aktuell noch nicht, ne? Er hat jetzt genau eine trockene Phase. Jetzt fängt es an, ist immer noch feucht. Jetzt ist nass. Ja, das sind genau diese 30 Sekunden. Das sind diese 30 Sekunden. Ja. Platz 4, ich meine, die anderen werden jetzt alle noch langsamer sein, aber das fährt wieder auf zu regnen zum Schluss. Das heißt, wir kriegen noch einen Turn. Meine Güte. Ist das belastend? Ja, 3 Minuten vor Schluss war. Mal raus. Ich glaube, wir bleiben Fünfter. Wir sind sogar noch auf 6 abgerutscht. Haben wir echt noch einer überholt? Faszinierend. Gasly und Kiat und Raikön vor mir. Ist nicht so cool, ehrlich gesagt. Okay, Platz 6, Platz 11. Na, gucken wir mal. Ist der erstmal noch nicht. Podium ist trotzdem drin. Meine Ocon ist schon von sehr viel, ist noch von deutlich weiter hinten hier startet und ist trotzdem Richtung Podium gefahren. So, natürlich auf jeden Fall, wir nehmen Reifenmittel und wir nehmen Renntrim. Reifen nutzen sich langsamer ab. Könnte man statt Reifen Mittel nehmen. Kann er länger draußen bleiben. Tun wir aber nicht. Wir haben jetzt erstmal kein Regen. Okay. Wir nehmen auch hier diese Variante, anspruchsvolle Motormodi. Obwohl doch, das mussten wir, glaube ich, nehmen, ne? Nein, nehmen wir nicht. Ja. Angreifen. Ne, Moment. So richtig passt das nehme ich nicht. Da wir bei dir nämlich freie Reifenwahl haben, nimmst du nämlich diese Reifen. Treibstoff ist klar.
So, er muss die Reifen nehmen. Okay. An. Ricciardo, Platz 3. Nice. Bin ich schon mal gut. Wir können auf 11 geblieben, aber das war ein bisschen zu erwarten, weil er halt weiße Reifen hat. Nicht schlecht, Ricciardo. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen runter hier. Bei dir gehen wir auch ein bisschen runter, aber noch nicht ganz. Ich würde dich mal ganz kurz noch ein bisschen auf aggressiv lassen. Also ich muss halt immer jetzt hier wirklich... An der Bodenhaftung, finde ich, sieht man das ein bisschen besser. Hier ist manchmal das Blau, sieht man hier teilweise nicht so gut. Aber das hier merkst du richtig, wenn ihr... Der Grip verloren geht, weißt du, es fängt an zu regnen. So. Okay, wir wollen den Reifen auch nicht verschleißen. Was habe ich denn jetzt bei ihm eigentlich genommen? Der Reifen nutze ich weniger ab oder habe ich jetzt Mittelreifen genommen? Gut, Kurzzeitgedächtnis. Läuft. Also ich habe ein Langzeitgedächtnis, weil kurz funktioniert ja gerade nicht, wie ihr gemerkt habt. Wird nicht an zu regnen bis jetzt. Also fahren wir erstmal normal und die Reifen kühlen aus. Seht ihr das? Wenn die hier unten runterkühlen. Speziell hier blöd. 32 Runden. Also es war, glaube ich, ganz gut, die mittleren Reifen Tatsache zu nehmen. Und da fängt es an zu regnen. Yeah, ist das geil. Box. Das ist in Runde 11 oder so. Wir sind aktuell in Runde 5. Ja, gut. Easy going, wa? Kannst diese Reifen hier nehmen. Wehe, das ist nur eine Husche. Und 10. Ich muss die mal wieder wechseln. Die sind gerade ein bisschen langsam, die Boys. Gut, aber für ihn könnte es Tatsache aufgehen. Er könnte bis dahin es schaffen, auf jeden Fall zu fahren. So, 15. Nice. Mal kurz gucken, wenn ich aggressiv fahre, ob wir den hochholen. So, Ricciardo fährt jetzt erstmal da hinten lang, der ist erstmal langweilig. So, dann gucken wir jetzt hier mal weiter. Ja, sieht ganz gut aus erstmal. Platz 4, naja, die Soften kommen jetzt alle rein. Gut. Stroll würde ich überholen. Hast dich gewehrt. Sehr gut. Ich krieg die Reifen nicht mal hoch, selbst wenn ich aggressiv fahre. Kommt die Temperatur nicht in die Reifen rein. Boah, ist das krass. Okay, also wir müssen auf jeden Fall abwarten, bis es regnet. Dann müssen wir natürlich auch gucken, wie lange es regnet. Wir sind in Runde 8. Sind auf jeden Fall noch so 4 Runden. Ah, das schafft Ocon aber. Das kriegt er hin. So, du fährst auch mal auf aggressiv und du gehst mal runter von aggressiv. Ich würde natürlich gerne wissen, aber das werden wir sehen, wie lange es regnet. Und wie stark. Aktuell würde ich tatsächlich noch Intermediates aufziehen. Und mal gucken. Oh, das geht danach wieder runter. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Mit Ocon pokern wir ein bisschen. Naja, mit dir können wir aber eigentlich auch gar nicht so wenig machen. Ich poker mit beiden. Also ich ziehe Intermediates auf. Mit beiden. Und gehe dann Vollgas mit Intermediates bei beiden. Also machen wir jetzt hier ein bisschen Action. Bei ihm, bei dir, geh auch mal ein bisschen rein, ist okay.
So, na, noch nicht. Das muss ein bisschen regnen, weil ansonsten mache ich mir einfach nur die Reifen kaputt. Das macht keinen Sinn. Jetzt ist leicht feucht. Das ist sehr gut. Oh, nee, Moment. Mal wieder neutral. Aber Intermediate sind trotzdem die richtigen Reifen. Ah, Moment. Moment. So, Ocon würde jetzt kommen. Ich könnte ihm jetzt schon Intermediates aufziehen. Eigentlich braucht er den Boxenstopp auch. Box. Intermediates. Ja, 25% laden wir die auf. Go. Sicher. Go. So, die Frage ist, hole ich Ricciardo auch gleich hinterher? Er könnte noch eine Runde fahren. Ich lasse ihn auch noch eine Runde draußen. Und hol den. Was war das gerade? Na, wahrscheinlich, dass er Reifen wechselt. Mal rein. Komm. Dann reichen erstmal so. Go, go, go. Ich muss jetzt rein. Okay. Komm, ist vorbei. Die Reifen kühlen aus. Das ist ein bisschen belastend. Aber hier sind schon wieder sämtliche Leute. Das ist ein bisschen dolle schnell gerade. Jetzt sind sie alle auf Intermediates gegangen. Wir sind auf Platz 4 und Platz 1. Also bin ich gerade so ein bisschen auch drauf und dran. Die Reifen so ein bisschen auskühlen zu lassen. Man wird langsamer, ja. Aber... Ah, da hinten hört es nämlich auf zu regnen. Muss halt irgendwie sehen... Moment. Wir machen das jetzt sogar noch krasser. Wir machen jetzt das hier und schalten aber so hoch. Der Zustand ist eigentlich nicht geil. Hier geht's. Okay. Das geht aber halt echt um Ocon, ne? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Motor nicht hält. Das könnte sehr gut sein. Sergio Perez Unfall. Ja, okay. Gibt es ein Safety Car oder sowas? Ne, gibt's nicht. Leider 46%, das ist erstmal noch in Ordnung. Muss er noch so 5 Runden durchhalten, ne? Also der wird weit unten landen. Spulen wir wieder ein bisschen vor. Das Schöne bei dieser 12-fach-Vorspulung ist, der Motor klingt etwas ungesund. Ja, ja, ich weiß. Aber Motor, also man kann, ne, also ich zeige euch das mal kurz. Man kann Teilezustand, ich könnte jetzt hier theoretisch auf Reparieren klicken. Würden die machen. Aber es kostet einfach mal 18 Sekunden Zeit. 18 Sekunden, dann ist er auf Rang 7. Das könnte man fast machen. Er wäre immer noch in den Punkten. Und hier sieht es noch ganz gut aus. Er wäre immer noch in den Punkten. Wie viele Runden sind denn noch? Das sind dann noch ungefähr 10 Runden. Ich glaube, ich ziehe gelbe Reifen auf. Ach, es sind noch 10 Runden. Ah, nur Riss, nur Fun. Wir ziehen hier durch. So, fahren wir ein bisschen schneller. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ignoriere es. Fahren wir hier wieder auf Mitte.
Du bleibst auf dem. Ist immer noch nass. Es ist noch zu früh. Also ich würde aktuell wirklich noch mit diesen abgeranzten Reifen fahren. Ja, jetzt komm in die Box. Und jetzt nimm bitte diese Reifen. Ich werde hier nichts reparieren, weil wenn ich das repariere, verliere ich halt 18 Sekunden immer noch. Werde ich nicht machen. Das hier kannst du nebenbei machen. So. So, Ricciardo. Kommt eine Runde später. Ja, das passt. So, Ocon ist drin. Jetzt kommt Ricciardo. Go, go. Aufladen. Go, go. So. Ocon ist raus. Halt, stopp. Das auf gar keinen Fall. Das auch nicht. Gib mal beide auf normal, bitte. Reifen sind so durch. Aber es ist jetzt schon wieder feucht. Also jetzt müssten so langsam die Reifen greifen. Er kühlt halt wieder komplett aus. Ich weiß aber halt nicht, ob der das schafft. Wie sagt man so schön, ne? No risk, no fun. Geh mal hoch, Ocon. Das hier ist noch okay. Wir lassen noch. Ich setze jetzt Ocon vollkommen aufs Spiel, ne? Vollkommen. Ist schon krass, gerade. Aber den Hamilton da vorne können wir aber auch kriegen. Der ist mich jetzt erst in der Box. Ah, schade, nicht ganz. Und go. Prozent. Langsam das Fahrzeug muss ich machen, ne? Tja, der Motor wird sich aufrauchen, würde ich mal sagen. Also wir können das hier mal anmachen, um einfach den Spritüberschuss halt loszuwerden. 4 Runden Verschluss. Er fährt immer noch im Lance Stroll of Intermediates. Er wird jetzt auch sowas von durchgereicht. Vollidiot. Ja. Alter Falter. 3 Runden. Das war's, Ocon. Kann ich dich echt noch reinholen? Funktioniert das? Was ist bei schnell? Oh, 18 Sekunden. Ja, dann macht was aus. Ja, der verliert jetzt schon so viel Zeit in der Phase gerade. Ist das egal, dass wir die eine Runde eher reinholen können. Fehler! Hab ich mal neue Reifen jetzt aufgezogen? Ist egal. Ging Tatsache gut, er ist trotzdem auf Platz 15. Na ja, gut, was soll's. Jetzt habe ich hier verpasst mit Sprit. Auch nice. Oh, Ricciardo, Sprit. Oh, fuck off. Nicht wirklich jetzt, oder?
Verdammt. Ocon hätte Platz 8, 9 oder so, hätte der wehren können. Ah, Mann. Punkte verschenkt. Aber gut. Geht in der Produktion volle Möhre auf Haltbarkeit. Also ich muss jetzt die Motoren hochkriegen von der Haltbarkeit. Weil die sind ja auch so ein bisschen so das einzige wirkliche Problem. Ricciardo hat eine 10 Sekunden Zeitstrafe. Wofür das denn? Aber es hat trotzdem für Platz 3 gereicht. Okay. Weil die dahinter so weit weg waren. Interessant. Hast du noch mehr Strafen? Nö. Ja, Hamilton, fette Bottas. Dahinter Verstappen. Also Ricciardo da vorne mitmischt es schon. Nicolas Latifi, ja, der hat mit dem Williams gewonnen. Das ist allerdings so ein bisschen der Paukenschlag des Jahres. Mercedes macht da oben sein Ding. Naja. Ist nicht anders zu erwarten gewesen, dass Mercedes sein Ding macht. Gut. Jetzt alles rein in Zuverlässigkeit. Müssten wir ein bisschen Zeit haben, glaube ich. Gib mir 4 Millionen, bitte. Jo, 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 jo. Speichervorgang. So, Kalender. So, wir haben am 5. Mai. Momentan haben wir, was eigentlich? Tag, ach, da unten. 24.04. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, bis München kommt. Boxenmannschaft. Ja, hier muss ich tatsächlich jetzt mal kurz auswechseln. Wir haben Wagenheber hinten. 16 haben wir hier. Das ist der mit einer 17 ganz gut und der ist in einem anderen Bereich auch ziemlich schlecht. Das heißt, der wäre ideal für Wagenheber hinten. Wunderbar. So, Wagenheber vorne. Aber den könnten wir auch für Reifen benutzen hier. Deshalb will ich den nicht unbedingt. Ich nehme den auch gleich mal direkt für Reifen. Für wen nehmen wir den denn? Der hat einen 49. Ja, komm, wechseln mal. So, dann haben wir ihn. Er wäre theoretisch bei Rs. Haben wir aber so jetzt nicht. Den hier brauchen wir eigentlich gar nicht so wirklich. Lassen. Zum Mechaniker entlassen. Tschüss. Ich glaube, jetzt kann ich hier wieder einen neuen einstellen. Beim Nachtanken haben wir nicht, aber Reifen, eine 17 ist doch schon mal nice. Bestätigen. So. So, eine 73, was hat er? Er hat eine 15, er hat hier eine 14 und hier eine 13. Wie gesagt, erst bauen wir nicht. Das heißt, der ist nur bei Reifen wirklich gut. Beziehungsweise brauchbar. Dann tauschen wir dich mal aus gegen ihn. Dich haben wir, Wagenheber vorne wie auch hinten. Ist in Ordnung. Nehmen wir für Wagenheber vorne. Sie sind ein bisschen schlechter da jetzt geworden, ja. War noch in Ordnung. Wagenheber vorne haben wir ausgetauscht. Wir haben auch da ausgetauscht und da. Genau, wir können komplett runter. Hier ist eine 17. Wagenheber hinten. Haben wir schon. Hier haben wir eine 17 bei Reifen und eine 18 bei Reparatur. Ich kann sagen, dass wir den dahin tauschen. Hier haben wir zumindest noch eine 16 bei Reparatur. Tauscht bei ihnen aus. So, er ist halt bei Wagenheber hinten mit einer 17. Was hat der hier oben? Der hat eine 17. Der hat bei Reparatur aber auch leider nur eine. Er hat eine 11. Aber was hatte der bei Wagenheber vorne? Der hier eine 9. Nur. Und eine 8 bei Reparatur ist halt echt kacke. Er hat nur eine 16 bei Reparatur. Komm, tausch den mal aus, weil den hier kannst du eigentlich nur bei Reparatur oder Wagenheber vorne benutzen. Okay, ja, ist nicht mega nice, aber es ist in Ordnung. So, okay, ja, Hamilton, ach so, hier. Interview Kai Ebel, nein, Kai Ebel, ich möchte nicht mit dir sprechen, danke. So, Reparatur ist abgeschlossen. Duval nähert sich Ende seiner Karriere.
Okay, jo, das ist interessant. Teile verbessern. So, volle Möhre jetzt hier, genau, in Zuverlässigkeit. Das ist 8 Tage nach dem Rennen, aber wir sollten die jetzt so weit hochkriegen, dass die nicht mehr kaputt gehen. Wo haben wir denn noch ein Zuverlässigkeitsproblem? Also wir haben hier eine 80, so dass die Beinheit 80. Hier ist eine 70. Eine 70 bei Getriebe hier. Komm, dann hauen wir das hoch. Hier unten haben wir nochmal eine 76 bei Aufhängung. Okay. Okay, hoch. Alles klar. So, was haben wir jetzt nochmal eigentlich entwickelt? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwas haben wir entwickelt. Getriebe haben wir entwickelt. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Getriebe. Neues Teil entwickeln. Getriebe. So, natürlich 25 auf Max. Zuverlässigkeit, das, wie gesagt, machen wir im Nachgang. Zuverlässig machen wir im Nachgang. Beschleunigung plus 30. Finde ich gut. Und dann können wir hier unten Risikolevel theoretisch senken. Haben wir was, wo Risikolevel sich lohnt? Nicht so richtig, ne? Wir haben hier plus ein Risikolevel. Da. Die nächste Stufe ist schon wieder schwierig. So wie keine geilen Sachen. Also ich würde den vielleicht bei der nächsten Stufe... Ich finde die alle nicht geil. Leistungszuwachs durch Gewichtsreduzierung mal 2. Beschleunigung plus 25. Oh doch, ich glaube, das hier werde ich machen müssen. Das heißt, beim nächsten Mal entwickeln ist das Getriebe fertig. Dann muss ich diesen Weg nochmal bauen. Und da kann ich dann theoretisch noch was reinbauen. Da könnte ich dann sowas wie 15% Zuverlässigkeit noch mit reinbauen. Das ist eigentlich dann ganz praktisch. Okay, ich mach mal Teil. Teil bauen. So, Teile verbessern. Möchte ich jetzt natürlich. Getriebe müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir werden dieses Getriebe hier unten auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Das heißt, wir gehen in das und in das rein. 40%. Das heißt, es ist zu niedrig. Das wird zu niedrig sein, dass ich es benutzen kann. So 60 muss es haben. Selbst wenn ich hier volle Möhre reingehe. Aber Motoren sind jetzt schon okay. Abstimmung. Eine neue Abstimmung. Bei Global Motorsports Association gibt es eine neue Abstimmung. Dieses Mal geht es um Ausschluss vom München Grand Prix. Klicken Sie einfach auf das Feld. Ich möchte mir nur mal kurz den Kalender angucken. So, der München Grand Prix ist der einzige Grand Prix in Deutschland. Und auf gar keinen Fall werde ich den ausschließen. Also, naja, gut, ich sag mal so. Ich enthalte mich. Ja, ich werde mich enthalten. Ich werde keine Stimme abgeben. Toto Wolff ist dafür. Okay. Benotti auch. Williams auch. Auch Christian Horner. Okay. Frederik ist dagegen. Franz ist auch dagegen. Seidel auch. Steiner enthält sich. Gute Günther. Oh. Und John Todd entscheidet. Verdammt, okay. Also wie in der realen Formel 1. Haben wir nächstes Jahr keinen Deutschland Grand Prix mehr. Geil. So, Teile einbauen. Hier ist in Ordnung 74 und 80%. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Die haben wir nirgendwo. 52 ist mir zu niedrig. Tut mir leid, das baue ich nicht ein. Ich baue die 52 nicht ein. Vom Leistungszuwachs ist es auch jetzt nicht so krank. Demzufolge alles cool. Okay. Damit sind wir durch, würde ich sagen. Ja, genau. Nein, natürlich die 10.000. Reifenauswahl. Machen wir 7, 5, 3.
Wir fünf Duellen. So, Rennen, heiter, heiter, heiter. Also, gutes Wetter in München. Dementsprechend bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Und wir sehen uns in München wieder. Haut rein. Bye, bye.